Heute geht's ums Lederflechten. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Heute wollen wir uns ein paar Grundtechniken beim Lederflechten anschauen. Um genauer zu sein, das Vierfach Rundflechten und einen Endknoten. Und einsetzbar ist das Ganze ja, zum Beispiel als Möbelknopf beim Schubkästen oder als Schlüsselanhänger. Und was braucht man dazu? Natürlich das Leder. Ja, und da gibt es vorgefertigte Lederriemen vom Rind oder Känguru. Man kann diese Riemen allerdings auch selbst schneiden. Ja, und da ist die einfachste Methode, aus einem Lederrest relativ lange Endlosriemen zu schneiden. Dieser Riemenschneider aus Kunststoff, da ist ein Messer drin. Ja, man schneidet sich ein Stück aus, faltet es zweimal, um die Mitte zu finden, schneidet da ein Loch rein, schneidet einen Anfang rein mit der Schere und dann wird es eingefädelt und dann kann man am Ende ziehen und dann einen Endlosriemen schneiden. Das funktioniert umso besser, je steifer das Leder ist, aber bei so weichem Leder kann es dann eben vorkommen, dass da ein bisschen unregelmäßige Riemen rauskommen. Was aber beim Flechten auch nicht so schlimm sein muss. Ja, das kann zum Teil ganz gut aussehen. Ja, die andere Möglichkeit sind solche Riemenschneider. Ja, da brauche ich eine gerade Kante und dann kann ich damit schneiden. Das ist ein australischer Riemenschneider. Ja, und eine Variante habe ich jetzt hier aufgebaut. Das ist ein bisschen eine Bastelei. Und da kann ich dann auch aus unregelmäßigen Teilen einen Riemen schneiden. Ja, ich muss eben nur die Ecken abrunden und wenn jetzt eine Ecke zu spitz wird, kann ich die auch zwischendrin nachschneiden. Und das Ganze sieht so aus. Ich habe einen Anschlagklotz und ein Messer, das in dem Loch drin steckt. Und habe auch wieder den Anfang mit der Schere geschnitten. Und dann kann man hier an dem Anschlag entlang, nicht ganz so komfortabel wie dieser Endlosriemenschneider aus Kunststoff, weil man da mit der anderen Hand ein bisschen mithelfen muss, dass es immer sauber anliegt. Aber so kann ich da auch einen Endlosriemen schneiden. So, was brauchen wir dann noch zum Lederflechten? Zum einen eine Halterung, wo ich mein Werkstück einspannen kann, beziehungsweise das Leder auch einspannen kann. Da sind ganz gut so kleine Schraubstöcke mit Kugelkopf, die man an der Tischkante festspannen kann. Es reicht theoretisch sogar so eine Ösenschraube, wo ich dann, wenn ich einen Schlüsselanhänger machen will, den Schlüsselring da einfach einhänge und dann da dran fädeln kann. Dann brauche ich ein Messer und eine Schere. Ja, in dem Fall ist es so ein kleines Schnitzmesser mit Griff. Man braucht oftmals eine Schere. Praktisch ist so eine kleine Nagelschere, wenn man da näher ans Material hinkommt, wenn man die Enden abschneiden will. Und zum Flechten braucht man eine Flechtahle. Das ist auch ein relativ einfaches Instrument. Und dann ist es theoretisch schon fertig. Manchmal gehen, wenn man Knoten knotet, die Enden nicht einfach durch. Und dann ist so eine Spitzzange praktisch, aber die braucht man nicht unbedingt. Wie gesagt, wenn man die Arbeit unterbrechen will, sind Klammern, so kleine oder auch größere Klammern. Ja, Wäscheklammer funktioniert auch, wo man dann kurzzeitig einfach das Geflecht fixieren kann. Das ist praktisch. Und um dann zum Schluss das Geflochtene ein bisschen in Form zu bringen, kann man es hämmern oder auch wieder mit einer Zange ein bisschen drücken und bearbeiten. Und um dann das Geflochtene wirklich schön rund und gleichmäßig zu machen, sind zwei ganz einfache Stücke Holz, wo die Ecken gerundet sind, dass sie nicht ins Leder einschneiden. Und da dazwischen kann ich dann mein Rundgeflecht sauber rund formen. So, dann werden wir jetzt uns ein Material vorbereiten und dann schauen wir uns an, wie das Vierfach-Rundflechten geht. Wir brauchen zwei Stücke Lederriemen,
ungefähr ja, so 60 cm lang, können auch 70 sein, lieber ein bisschen zu lang lassen. Ja, wenn das Leder zwischendrin ausgeht, man kann es nicht anstückeln. Also deswegen immer ein bisschen länger lassen. Und ich schneide die Enden immer schräg ab, dass sie beim Knoten nachher leichter durchzufädeln sind. Ja, also so eine kleine Spitze wird da angeschnitten. Ja, an beiden Enden. Um die Spitze zu verhärten, dass sie leichter beim Knoten durch den Knoten durchzufädeln geht, kann man die ein bisschen mit Weißleim zum Beispiel einstreichen. Ja, und da wird das Ende dann so ein bisschen einmassiert. Und das lässt man dann trocknen. Ja, eine halbe Stunde, Stunde oder so, dann ist es fest. So, dann nehmen wir noch einen Spatzen dazu, auch genauso lang, ungefähr 60 cm, schräg abschneiden und ein bisschen einleimen. So, und um das Leder ein bisschen geschmeidiger zu machen beim Flechten, streicht man es mit Sattelseife ein. Ja, das geht ganz schnell und einfach. Man zieht es einfach durch die Seife durch. Ja, massiert es dann ein bisschen nach. Ja, und dann wird es schön geschmeidig und rutscht dann auch gut beim Flechten nach. Man kann es auch besser durchziehen. So, und damit wäre das Leder fürs Flechten vorbereitet. Ich habe jetzt, dass man es besser sieht, jeweils zwei dunkle und zwei helle Streifen in den Schraubstock eingespannt, und zwar mit der Hautseite nach oben, also die Fleischseite ist unten. So, und jetzt werden die mittleren übereinander gelegt, ist egal wie rum, was oben, was unten liegt. Ja, dann habe ich zwei dunkle, die nach links zeigen, zwei helle, die nach rechts zeigen. So, und wenn der dunkle jetzt oben liegt, dann muss ich mit dem hellen äußersten anfangen, lege den nach unten, klappe ihn um, sodass zwischendrin die Fleischseite oben ist, und klappe ihn wieder um über den zweiten dunklen, sodass wieder die Hautseite oben ist. So, und das war eigentlich schon der Anfang, weil jetzt geht es immer so weiter, dass ich immer den obersten nehme, ja. Und was von links kommt, geht auch wieder nach links. Also es wird unter dem äußersten rechten durchgelegt und über den anderen hellen drüber. Ja, jetzt ist der rechte helle, der oberste, ja, wird nach hinten umgelegt, unter dem ersten durch, über den zweiten drüber, ja, und so weiter. Immer was von rechts kommt, geht nach rechts, was von links kommt, geht wieder nach links. Und wenn man zwischendrin aufhört, ja, und weitermachen will, es geht immer mit dem obersten weiter. Ja, in dem Fall jetzt der dunkle linke. So, und um das eben zu üben, kann man sich entweder ein Stück Leder oder ein paar Lederriemen schneiden. Oder was auch ganz gut funktioniert, ist Paracord. Ja, das sieht so aus, ja, kennt ihr vielleicht, und da gibt es eben keine Haut und keine Fleischseite. Das macht es am Anfang vielleicht ein bisschen einfacher. Aber mit Leder sollte man immer die Hautseite dann außen haben. Und wenn ich das jetzt ausspanne und umdrehe, ja, dann sieht man, es ist von allen Seiten gleich. Ja. Jetzt waren ja immer zwei dunkle auf der einen Seite, zwei helle auf der anderen Seite. Wenn man das anders einspannt, so dass nach dem Anfang ja abwechselnd dunkel-hell entsteht, dann läuft nicht ein Streifen längs entlang, ja, so wie hier, sondern ja, wenn man abwechselnd läuft, der dunkle bzw. der helle Streifen so spiralförmig um das Geflecht herum. Ja, und je nachdem, was man haben will, kann man, wenn man zweifarbig flechtet, dann entscheiden, ob eben dieses Muster, so ein Rautenmuster rauskommen soll oder eben die Spirale.
ein bisschen ausprobieren, dann kriegt man das schnell raus. Da der Knoten, wenn man ihn zweifarbig flechtet, beides Mal, ob man das Spiralmuster hat oder das Rautenmuster, ja, nicht, finde ich, besonders schön aussieht, werde ich jetzt das Ganze einfarbig machen. Und wir spannen unseren Schlüsselring in den Schraubstock, nehmen unsere vorbereiteten Lederstreifen, ja, ermitteln, wo die Mitte ist und fädeln das Ganze dann erstmal durch den Ring durch. Wegschieben. So, dann wird die Hautseite nach außen gelegt. Ja. Und jetzt überkreuze ich oben, ja, in der Richtung und unten in die andere Richtung. Ja. Ich weiß nicht, kann man es erkennen? Ja. Also ist immer abwechselnd, ja, einer unten, der nächste in die andere Richtung drüber, der in die andere Richtung wieder drüber, ja, sodass ich es eben jeweils überkreuzt und eben nicht, ja, zwei so parallel durchgehen, weil dann würde es wieder auseinanderrutschen. Ja, muss also überkreuzt sein, sodass es da hält. So, ich habe das ähnlich wie vorhin, wo das Leder eingespannt war, eine Überkreuzung. Das heißt, wenn der oberste nach links zeigt, muss ich mit dem nach rechts zeigt, dann muss ich mit dem linken beginnen. Und da jetzt schon die Fleischseite nach oben zeigt, muss ich das nur zwischen den beiden durchlegen und wieder die Hautseite nach oben umklappen. Ja. Dann geht der andere weiter. Ja, schauen, dass die Fleischseite außen, dass die Hautseite außen bleibt. So, und jetzt bin ich wieder so weit, dass ich mit dem obersten weitermachen kann und rundflechten. Was von links kommt, geht wieder nach links. Dann immer gut anziehen. Was von rechts kommt, geht nach rechts. Den obersten wieder anziehen. Wieder den obersten anziehen. Und so flechten wir jetzt so lange, wie wir unseren rundgeflochtenen Teil des Anhängers haben wollen. Wenn immer schön gleichmäßig angezogen wird, dann wird auch das Geflochtene schön gleichmäßig. Und am Anfang verkrampfen eventuell die Finger ein bisschen. Und wenn man dann unterbrechen will, nimmt man sich so eine Büroklammer, klammer die drüber und dann kann nichts passieren. Dann kann man später, wenn sich die Hände erholt haben, weitermachen. Das war jetzt das vierfach Rundflechten und mir reicht jetzt die Länge. Und egal, was für einen Knoten man draufsetzt, als erstes werden wir jetzt an dem Ende in den sogenannten Endknoten anbringen. Dazu öffnen wir das Ganze so ein bisschen, bis ein schönes gleichmäßiges Kreuz entsteht. Ja, und wir wollen im Uhrzeigersinn den Knoten machen. Und der Endknoten oder auch Kronenknoten genannt, geht dann so, dass ich den ersten über den zweiten drüber lege, den zweiten über den dritten und den ersten, den dritten über den vierten und der vierte kommt, wenn wir den ersten wieder ein bisschen zurückschieben, hier durch die Schlaufe durch, sodass ein Kreuz entsteht. Ja, und das ziehen wir jetzt schön fest und dann ist das Geflochtene dadurch so verknotet, dass es sich nicht mehr öffnen kann. Endknoten oder Kronenknoten genannt. Ja, schön gleichmäßig anziehen, dass das Ganze nicht krumm wird. Reihum. Und dass auch immer schön die
Hautseite oben liegt, weil dieses Kreuz wird man nachher beim fertigen Knoten unten sehen. Ja. So, wie geht's weiter? Ja. Weiter im Uhrzeigersinn, ja, und im Grunde genommen ist es auch ein Kronenknoten, allerdings steht er ein bisschen auf dem Kopf. Also ich fange wieder mit dem ersten an und gehe unter dem zweiten durch. So. Ja. Gehe mit dem zweiten unter dem dritten durch. Gehe mit dem dritten unter dem vierten durch. Und der vierte geht dann wieder durch die Schlaufe des ersten. Und das Ganze wird wieder festgezogen. Man sieht, das ist wieder ein Kreuz, allerdings steht es diesmal auf dem Kopf und das Geflecht geht mittendurch. Ja? Man sieht hier schön außenrum den Kronenknoten wieder. Ja, wieder schön gleichmäßig festziehen, reihum. Und dann geht es gleich weiter. Und zwar wird jetzt ein zweiter Kronenknoten obendrauf gemacht. Ja, erster über den zweiten, zweiter über den dritten, dritter über den vierten und der vierte geht durch die Schlaufe des ersten. Schwupps. Es gibt jetzt ein bisschen ein größeres Kreuz. Vorsichtig anziehen. Ja. Aufpassen, dass das mittlere Kreuz nicht verdeckt wird beim Anziehen. Aber der legt sich dann schön außen an. Aber gleich sehen. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Die Kronknoten sind am Ende. Ja. Ich muss jetzt mit, wenn wir jetzt wieder den ersten, und jetzt brauchen wir die Flechtahle, weil wir müssen hier unter diesem durch, ja, und unter dem nächsten, der da drüber liegt. Also 1 geht hier drunter durch und unter 2 durch. Und jetzt sieht man, dass es ganz praktisch ist, wenn das Ende etwas versteift ist, weil ich das dann viel einfacher durch die Öffnung durchfädeln kann. Festziehen und beim Festziehen darauf achten, dass die Hautseite wieder schön außen bleibt. Ja, das war 1. Wir drehen weiter. Es kommt 2. Geht unter dem nächsten nach unten laufenden durch und unter dem dritten Riemen durch. Ja. Jetzt ist die Fleischseite außen. Immer noch mal umdrehen. Dass auch das schön liegt. Und gut anziehen. Ja. So, dann ist der nächste der. 2, 3, halt, der ist es, ja. Da sind wir drunter durch. Ja, das ist Nummer 3. Geht hier durch und unter Nummer 4 durch.
Das ist dreimal in etwa das gleiche. Ja, und beim vierten muss ich unter den nächsten beiden durch, ja, weil dieser hier der erste war. Ja, das ist der, der parallel nach unten läuft, wo ich durch muss. Und ich muss auch noch unter dem ersten Riemen durch. So, und jetzt kommt der letzte bzw. vorletzte Durchgang. Ja, wieder schön gleichmäßig anziehen, dass der Knoten so schön gleichmäßig aussieht. Ja, und jetzt schauen wir uns wieder von oben an. Wir haben das große Kreuz, in der Mitte das kleine Kreuz. Ja, und wenn wir jetzt den weiter bearbeiten wollen, der muss einfach nur hier durch dieses V nach unten durchgeführt werden. Ja, dazu stechen wir mit der Ahle da ein und gehen durch den ganzen Knoten durch nach unten. Ja, ein bisschen öffnen und durchfädeln. Darauf achten, dass die Hautseite schön außen liegt und anziehen. Ja. Schauen wir uns den nächsten an. Da habe ich wieder das V. Da muss ich einstechen. Nach unten durch den Knoten durch. Aufpassen, dass man nicht irgendwo zwischendrin rauskommt, sondern wirklich ganz innen beim rundgeflochtenen. Ja. Leicht öffnen. Durchfädeln. Die Fleischseite achten und anziehen und so weiter, bis alle vier durchgezogen sind. So, jetzt kann der Knoten noch ein bisschen geformt werden, indem man mit der Zange ein bisschen drückt. Ja. Dann wird er gleichmäßiger rund. Ja. Man kann ein bisschen an den einzelnen Riemen noch nachziehen, falls irgendwo eins noch weiter raussteht. Ja, kann man das nachziehen, sodass er schön gleichmäßig aussieht. So, jetzt kann man entweder die Enden abschneiden, direkt, dann bleibt er so, sieht er aus wie so ein Zopf, der außen rumläuft, oder man führt die Enden wieder durch die Mitte durch, dann entsteht da unten noch so ein kleiner Bund und in der Mitte kommen die Riemen raus, die man dann entweder spitz zuschneiden kann oder halbieren kann, dann hat man mehrere Fransen dran oder man schneidet es auch da bündig ab, dann sieht das Ganze so aus. Ja, da ist auch dieser zweite Bund noch oben drauf. Ja. Und es sieht dann eben so aus, dass ich ja, wieder mit irgendeinem Anfang über den rechts daneben liegenden das drüber lege und von da durch die Mitte ja, das Kreuz, das hier zu sehen ist, mittendrin durchsteche und da dann den Riemen nach außen führe und es wieder reihum. Und dann entsteht da dieser kleine Bund und unten genau aus der Mitte kommen die Zotteln raus.
So, also wie gesagt, kann man entweder die Enden gerade abschneiden oder, ja, ich schneide es jetzt mal so schräg ab, dass so kleine Zotteln entstehen. Ein bisschen darauf achten, dass sie alle ungefähr gleich geschnitten sind. Und jetzt haben wir einen schönen kleinen Schlüsselanhänger. Dass das Rundgeflochtene jetzt noch runter wird, rollt man es einfach zwischen zwei Hölzern, bei denen die Kanten abgerundet sind, damit sie sich nicht ins Leder einschneiden. Ja? Und wenn man das einfach so durchwalkt, dann legen sich die Lederriemen schön aneinander und dann gibt es einen ganz glatten, ja, ganz glatten, rundgeflochtenen Riemen. Ja. So, was kann man jetzt mit den zwei Grundtechniken alles machen? Ja, also ganz eingangs erwähnt war schon, ja, der Möbelknopf aus Leder. Ja, der ist einfach durch eine Bohrung geführt und hinten dann, ja, wieder der Schlüsselring geschlossen. Ja, wenn man ihn kürzer überstehen will, ja, müsste man natürlich auch ein bisschen kürzer flechten. Ja. Oder ja, es ist halt ein längerer bei größeren Schubladen oder auch, ja, bei Kommoden, wenn man zwei so Griffe braucht. Ja, und dann ist das einfach durch den Schlüsselring gesichert. Ja, den Schlüsselanhänger haben wir schon gehabt. Ja, man kann an seiner Jacke, Winterjacke, um ja, sie auch mit Handschuhen auf- und zuziehen zu können, ja, so ein Rundgeflecht mit Knoten hinmachen. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen weiter treibt und noch ein paar weitere Knoten dazu übt, ja, Hundeleinen, ja, da ist auch dieser Knoten am Ende dran. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen anders aus, ja, bis hin zu, ja, einem Riemen für die Brille oder Armreifen. Ja. Und wenn man noch mehr Knoten und Techniken kann, kann man auch Werkzeuge, Werkzeuggriffe umflechten. Aber ja, dazu ist sehr viel Übung und ja, ein bisschen Ausprobieren notwendig. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen Lust aufs Lederflechten machen. Wie immer wird es einen Blogartikel geben, ja, wo das Rundflechten und auch der Knoten erklärt wird. Wenn euch die Videos gefallen, lasst einen Like da und wenn ihr keins verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Die ganzen Werkzeuge findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann viel Spaß beim Lederflechten und bis zum nächsten Mal bei Diktum.